Schönen Abend, meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde. Im Namen der ARC Rheinheim, dem Deutschen Boxverband, möchte ich Sie heute zu der Veranstaltung der 6. Internationalen Deutschen Meisterschaften in unserer schönen Halle, in unserer Grafenstadt Mörs, recht herzlich begrüßen. Spitzensport und Boxen geben.
dass der ABC Rheingau ein Verein ist, der mit ganz, ganz wenigen Aktiven unterwegs ist. Und ich möchte mich mit Ihnen zusammen bei diesen Aktiven bedanken, denn was hier ganz, ganz wenige, vielleicht eine Handvoll Aktive auf die Beine gestellt haben, sehen Sie hier, das ist für unsere Stadt Moers einfach klasse. Und deswegen mal einen riesen Applaus für diejenigen, meine Damen und Herren, die nicht im Stahlwerferlicht stehen. Und zwei davon haben da vorne gebeten, sich nochmal zu mir zu runterzubewegen, dass die Nicole die Hand auf alle Kassenpositionen legt und dafür sorgt, dass wir gut aus der Veranstaltung rauskommen und die Tag und Nacht für den Verein unterwegs waren. Und ebenso der Andreas. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Genauso danke ich auch dem Thomas Kaken, der den Sportkontakt, ich weiß nicht, wo er gerade ist, der ist auch hervorragend bewertet hat. Ich bin hier, Roman, für deinen tollen Einsatz. Ihr macht das super klasse. Und ich freue mich jetzt mit Ihnen zusammen auf schöne Finalkämpfe. Die letzten beiden Tage haben spannende Kämpfe gezeigt, auf sehr hohem Niveau. Ich bin sicher, das bleibt ganz gut. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstands von Wolfsburg wieder rein einen schönen Abend und darf jetzt noch, das hast du mir gerade aufgetragen, zwei, drei Ehrengäste begrüßen, die heute Abend hier sind und die sich nicht haben nehmen lassen, an der Veranstaltung hier auch teilzunehmen. Ich begrüße als Ersten unseren Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag, unser Mann aus Moers, Sigi Erman. Herzlich willkommen mit euch. Ich grüße weiter den stellvertretenden Bürgermeister, der in den letzten beiden Tagen ja auch sehr aktiv gewesen ist und sich auch für den Boxsport einsetzt. Haki Hagsteiner, ganz herzlich willkommen. Und meine Damen und Herren, ich könnte jetzt alle Politiker aufzählen, die es gibt, sonst würde ich irgendeinen vergessen, deswegen glaube ich, sind das die beiden Prominentesten, die ich hier erwähnen darf. Und alle anderen seien ganz herzlich begrüßt. Und einen letzten natürlich, nämlich eine absolute Ehre, Forscher für den Möller auch, darf ich begrüßen. Er ist hier und wir haben ihn gerade gesehen. Es wird laut werden. Das ist die nur Ansage, dafür auch jetzt für die Große. Herzlichen Dank, Ring frei für den schönen Boxen. So, bevor wir starten, möchte ich auf alle Fälle noch einen Menschen hier vorstellen. Guck mal, bleibt hier, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bitte den Heinz Schmidt zu mir. Heinz Schmidt. Da kommt er. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob einer der Älteren unter Ihnen den Heinz Schmidt noch kennt. Der Heinz Schmidt hat auf der ersten, der allerersten Veranstaltung des ABC Rheinkamp hier in Moers geboxt. Also ein echtes Moerser Box-Urgestein. Schön, dass Sie hier sind. So. Meine Damen und Herren, das sind die Herren, die hier in diesen drei Tagen der internationalen deutschen U21-Meisterschaft für Recht und Ordnung im Ring gesorgt haben. Ring- und Punktrichter sind Eckhard Waldo Brandenburg, aus Baden-Württemberg Stefan Hill, für Mecklenburg-Vorpommern Klaus-Dieter Schild, Axel Lübkemann, Nordrhein-Westfalen. Volker Bierbach. Also, Hans-Hermann Sangen,
beide für Nordrhein-Westfalen. Dann haben wir da den Carsten Finger, Niedersachsen. Rainer Simon, Landesverband Rheinland. Dirk Volkmann, Sachsen-Anhalt. Bernd Roth, Saarland. Erik Zimmer, Sachsen. Dr. Ramia Masri, Landesverband Südwest. Und zuletzt Gerd Hucke aus Thüringen. Meine Herren, schön, dass Sie da sind. Kommen wir zu den Offiziellen des DBV. Hier am Ring hat sich eingefunden Hans-Günter Deusler. Er ist der Vizepräsident Leistungssport. Vizepräsident Leistungssport Jürgen Wiedemann. Vizepräsident Finanzen Erich Streke. Unser Sportkoordinator, der auch für die Veranstaltung hier verantwortlich ist, Karl-Heinz Nietzsche. Unser Jugendsportkoordinator Thomas Groß. Und der Geschäftsführer des BBV, Manfred Dörbecker. So, meine Damen und Herren, wer wird deutscher Meister? Diese Frage.